Die Zeit steht still, ich bin erfüllt von Ewigkeit, einem Raum so hell und weit. Ich bin bei Gott in stillem Gebet. Der Friede kommt, die Sorge geht. Meine Seele ruht in dir, du bist mein Zufluchtsort. Und ich berge mich vertrauensvoll bei dir. Auf der Suche nach Erfüllung war ich hier und dort. Doch mein Herz kommt erst in dir zur Ruhe, Herr. Es wird weit und hell. Und die Zeit steht still. Zeit steht still, es ruht das Meer, das Wasser trägt unter mir. Die Welt ist schön, ich kann es wiedersehen und unbeschwert weitergehen. Meine Seele ruht in dir, du bist mein Zufluchtsort. Und ich berge mich vertrauensvoll bei dir. Auf der Suche nach Erfüllung war ich hier und dort. Doch mein Herz kommt erst in dir zur Ruhe, Herr. Es wird weit und hell. Und die Zeit steht still. Wenn die Stunden wieder fliegen wie der Wind und die Erinnerung an das Ewige verschwimmt, wird die Erfahrung der Geborgenheit noch lange nach. In mir bleibt es hell. Und die Zeit steht still. In mir bleibt es hell. Und die Zeit. Jesus stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Hör das für dich ganz persönlich, ob du hier bist oder ob du von zu Hause aus zuschaust. Herzlich willkommen in diesem Gottesdienst online und hier im Präsenzgottesdienst. Das hat Jesus auf der Agenda für dich, das ist sein Plan für dich, dass du diese Stille, diese Ruhe erfährst. Wir werden im Moment so ein bisschen terrorisiert, wie schon eigentlich so eine Daueranspannung da ist. Erste Welle, zweite Welle, ich weiß nicht, was so in deinem Leben für private Wellen unterwegs sind. Aber jetzt spricht Jesus zu diesen Wellen und er gebietet ihnen zu schweigen, zu verstummen. Und Gott will, dass es in deinem Leben still wird und dass du ihn hörst. Lass uns dafür beten. Jesus, wir danken dir, dass du Gewalt hast über die Natur und über alle Mächte. Wir danken dir, dir ist alles unterstellt, alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
Wir danken dir, du bist der Meister des Chaos, der Meister der ersten, der zweiten und auch der dritten und der Dauerwelle. Jesus, und wir laden dich ein, in unserem Leben dem Sturm und dem Meer zu gebieten. Wir beten, dass es in uns ganz still wird und dass wir unseren Blick jetzt auf dich ausrichten können. Zieh unsere Blicke auf dich, schieb dich in unser Blickfeld. Amen. Ja, wir feiern heute Gottesdienst mit Abendmahl und Segnungszeit. Es gibt was zu schmecken und zu sehen. Es gibt Berührung in dieser Zeit, wo Berührung so reduziert ist. Ihr zu Hause, ihr könnt euch auch gern noch Traubensaft und Brot bereitlegen. Im letzten Drittel des Gottesdienstes feiern wir hier Abendmahl und ihr könnt zu Hause auch gerne mitfeiern. Und wir haben auch Segnungszeit. Und nachdem wir letzten Sonntag so hervorragend gecoacht wurden in Segnen innerhalb der Familie, könnt ihr natürlich zu Hause auch euren Segnungsteil einbauen in diesen Online-Gottesdienst. Ein paar Infos noch. Kommenden Sonntag haben wir Gebetsgottesdienst für verfolgte Christen. Wir haben einen Gastreferenten da, der sich auskennt in dieser Materie. Und weil da auch die ein oder andere sensible Information geteilt wird, ist die Öffentlichkeit eingeschränkt. Das heißt, das Video ist nicht einfach in unserem YouTube-Kanal zu finden, wenn ihr von zu Hause aus dabei sein wollt, sondern wir verschicken an unsere Kontakte einen Link am Freitag, kommenden Freitag, vielleicht auch Samstag, und über diesen Link erreicht ihr das Video und könnt auch an diesem Gottesdienst teilnehmen. Aber die Aufzeichnung wird auch relativ bald wieder gelöscht. Am besten ist es sowieso, wenn ihr hier direkt vor Ort seid. Meldet euch gerne an. Ja, Herbstferien haben angefangen. Es fallen bis auf den Gottesdienst alle Veranstaltungen aus, abgesehen von einem Anbetungsabend im Zelt. Also im Gottesdienst vermeiden wir ja nach wie vor den Gesang wegen der Aerosolbelastung. Aber wenn euch danach ist, zu singen, eure Stimme mal wieder selber zu hören, dann seid ihr herzlich eingeladen am Donnerstag, 22.10., 19.30 Uhr im Zelt. Eine Stunde Anbetungszeit. Herzlich willkommen dazu. Da müsstet ihr euch auch anmelden über unsere Website. Wir singen bzw. wir hören das Lied "Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ". Und danach hören wir dann gleich schon die Predigt von Carsten Werner. Die Sach ist dein, Herr Jesu Christ, die Sach, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Allein das Weizenkorn, bevor es fruchtbar spross, zum Licht empor, wird sterben. Deine Sache.
ist als Weizenkorn und Sanke ist in das Grab. Belebe denn, o Lebensborn, die Welt, die Gott dir gab. Send Boten aus in jedes Land, das bald dein Ja, schönen guten Morgen. Ich wollte kurz noch zur Einleitung sagen, ich habe diese Kappe auf, weil ich nicht so gut sehe. Also das soll keine Respektlosigkeit oder so sein, sondern das schützt mich so ein bisschen vom Augen, vom Licht. Und ja, die meisten kennen mich ja. Der Name steht hier oben drauf. Heute, der Johannes hat diese Woche einen kleinen Fauxpas sich geleistet. Johannes ist unser Pastor. Er hat zwei Witwen verwechselt. Und zwar zum einen gibt es ja die arme Witwe in der Bibel und es gibt auch die fordernde und betende Witwe. Und wir machen heute mit dem Markus-Evangelium weiter und Johannes hat mir so per WhatsApp geschrieben, ja, es geht da um die betende Witwe. Und ich dachte, oh ja, fein, Gebet, das ist ein Thema für mich und das mache ich. Und dann gucke ich rein und dann steht da halt das Schärflein der Witwe. Und jetzt geht es halt auch umgeben und ich sitze nicht so gerne da, wo ihr jetzt sitzt und höre mir eine Predigt über Geben an, weil da muss ich ja am Ende vielleicht geben, aber es gehört zu unserem Christenleben dazu und dann habe ich Johannes so gefragt, ja was, hast du noch eine Idee, was kann ich da noch reinbringen und da sagt er dann, ja vielleicht kannst du das ja so mit reinnehmen. Nur der, der von Gott fordern kann und wer mutig zu Gott geht und immer wieder bittet, der kann auch sein Letztes geben für Gott. Das war so sein Impuls für mich. Also wer Gott beim Wort nimmt, wer ihn kämpferisch auch um Sachen bittet, der kann dann auch frei geben. Und ich habe es eigentlich genau andersrum gedacht, weil du kannst ja auch sagen, der gibt, der opfert, der von seinem was weggibt, in Gottes Reich gibt, der kann dann auch zu Gott gehen und von ihm erwarten und von ihm sich beschenken lassen und von ihm seine Bedürfnisse stillen lassen. Also diese beiden Dinge, die stehen so ein bisschen gegenüber und sollen Thema der Predigt sein. Geben wir, um Gebete erhört zu bekommen, oder beten wir, um dann geben zu können? Oder stimmt vielleicht auch beides? Also ich möchte zunächst mal die Geschichte von der armen Witwe im Tempel kurz vorlesen. Vielleicht kann das auch eingeblendet werden. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen, doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen.
Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte. Also das ist ein Erlebnis aus dem Leben von Jesus. Es ist kein Gleichnis, sondern es ist eine Geschichte, die dort im Tempel passiert ist. Und ich stelle mir das so vor, Jesus sitzt da in der Nähe des Opferkastens. Vielleicht wollte er da mal schauen, was die Leute so geben, ich weiß es nicht. Und dann sieht er diese Witwe und ruft seine Jünger und sagt: Ey, guckt euch das hier an, kommt mal her. Und dann sagt er das halt zu ihnen: Guck mal, die hat zwar nur einen Groschen gegeben, aber sie hat im Grunde mehr gegeben als alle Reichen, die hier im Tempel sind, weil sie hat von ihrem Mangel gegeben und sie hat wirklich ihre letzte Sicherheit gegeben. Sie weiß vielleicht nicht mehr, was sie dann am nächsten Tag essen soll, weil sie wirklich dann mit leeren Taschen dasteht. Also er gibt das vielleicht als Beispiel, als Vorbild für uns. Aber genau das macht mir ein bisschen Unbehagen und genau deshalb will ich eigentlich keine Predigten übers Geben hören. Aber wir wollen ja Jesus auch beim Wort nehmen und wir wollen ihm ja auch folgen. Gott sei Dank kann ich sagen, folgt dann da ja bei Jesus jetzt nicht. Deshalb geht hin und tut das Gleiche. Also das fehlt bei dieser Geschichte. Er stellt es einfach erstmal fest. Und er zeigt uns damit vielleicht auch, hier, ihr seid in der Gefahr, ihr guckt vielleicht auf die paar Reichen, die bei euch in der Gemeinde sind und die vielleicht 50% des Budgets ausmachen und bewusst oder unbewusst hofiert man die dann vielleicht auch oder spricht besonders gut über sie. Und genauso haben diese Reichen dann vielleicht auch den Anspruch, ja, wir haben dann aber auch hier besonders viel zu sagen und wir müssten dann ja auch besonders eingebunden sein und die Richtung mit vorgeben oder was auch immer. Und Jesus sagt, ihr müsst tiefer gucken, ihr müsst gucken, was gibt der Mensch denn aus seinem Herzen heraus und was ist eigentlich seine Haltung, seine Grundhaltung da. Und diese Witwe hat alles gegeben und der Reiche hat vielleicht seine 10% gegeben. Und einem, der 10.000 Euro im Monat verdient, dem fällt es wahrscheinlich sogar schwerer, 1.000 Euro davon abzugeben, als jemand, der 1.000 Euro verdient und dann 100 Euro im Monat abgeben will oder denkt zu müssen. Und Jesus stellt diese menschliche Logik halt so ein bisschen auf den Kopf und sagt, es kommt auf eure Situation an, wie auf eure Bereitschaft auch. Und das ist sehr interessant, wie oft das Thema Geld bei Jesus vorkommt. Der Mammon, das ist eigentlich von ihm neben Gebet und neben auch Heilungen, das, was am meisten eigentlich behandelt wird von ihm. Wahrscheinlich gerade deshalb, weil es auch so eine Gefahr für uns Menschen ist. Mammon an sich ist nichts Schlechtes oder Gutes, hat keine moralische Kategorie. Es wird nur dann schlecht, wenn es für uns quasi ein Ersatz ist für Gott. Wenn wir unsere Sicherheit an das Geld heften, wenn wir vielleicht auch unsere Anerkennung, unseren Selbstwert an Geld hängen. Wenn wir also unser Leben auf Geld ausrichten, weil wir denken, das ist so wahnsinnig wichtig für uns, dann wird es böse.
Geld kann auch gut werden natürlich dann, wenn wir lernen, Geld auch loszulassen, wenn wir lernen, mit Geld Gutes zu tun. Ich finde es erstaunlich, die Bibel sagt auch, mach dir Freunde mit dem Geld. Soll das heißen, ich besteche jetzt Leute, damit sie mich mögen? Ich besteche vielleicht sogar Gott, damit er mich mag? Ich glaube, so heißt es nicht, aber es ist doch sehr interessant. Wir haben manchmal so ein etwas verkrampftes Verhältnis zum Geld. Zum einen krampfen wir, weil wir es festhalten, aber dann denken wir auch, ja, wir dürfen es nicht irgendwie komisch einsetzen. Aber die Bibel sagt zum Beispiel, mach dir ruhig Freunde mit dem Geld. Mach dir vielleicht auch Freunde hier in der Gemeinde, indem du ein bisschen mehr gibst. Also Jesus hatte ein sehr entspanntes Verhältnis. Und es erzählt ja auch immer wieder davon, wir sollen so sein wie die Lilien auf dem Feld, wie die Vögel am Himmel, die nicht sammeln, die nicht säen und trotzdem ernährt sie der Vater im Himmel. Wir sollen uns keine irdischen Güter anhäufen, sondern wir sollen uns unsere Schätze im Himmel sammeln. Wir sollen um das tägliche Brot bitten und nicht auf Jahre und Jahrzehnte vorsorgen. Das ist der Tenor der Bibel. Aber gerade wir Deutschen, wir haben so viele Versicherungen, es ist unglaublich. Wir versichern eigentlich alles. Also sind wir von unserem Menschlichen her total entgegengesetzt. Und dieses Geben hat ja auch was mit Hingeben zu tun. Die Witwe gibt sich eigentlich total hin, indem sie jetzt auch noch ihre letzte kleine Sicherheit aufgibt. Und gibt sich total in Gottes Hand. Und das fällt uns, die wir so ein Sicherheitsdenken haben, sehr schwer. Ich weiß noch, als wir nach Kenia gingen, da waren hier vorher auch eine Versammlung und Diskussion in der Gemeinde. Und da wurde uns auch gesagt, ihr seid ja so hemdsärmlich und so naiv, da jetzt einfach hier alles abzubrechen und nach Kenia zu gehen. Ihr müsstet erstmal 2-3 Jahre auf eine Bibelschule gehen, euch einen festen Unterstützerkreis aufbauen und dann, wenn diese ganzen Vorbereitungen getroffen sind, dann könnt ihr vielleicht mal losgehen oder dann bestätigt das der Herr vielleicht oder er bestätigt es nicht. Wir haben aber gemerkt, es ist jetzt der Zeitpunkt und wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird es vielleicht nie so werden, dass wir uns hier losreißen können. Und wir sind also ohne Sicherheiten nach Kenia gegangen. Wir wussten nicht, wie wird es da und wie versorgt uns Gott. Und wir sind im Nachhinein dann sehr dankbar, dass wir das gemacht haben. Aber von unserem Grunddenken her sind wir natürlich genauso sicherheitsorientiert wie jeder. Können wir denn mehr geben, wenn wir mehr beten? Das war ja die These dann der Impuls von Johannes. Und da möchte ich dann jetzt noch kurz auf die zweite Witwengeschichte kommen, wo Jesus ein Gleichnis erzählt und wo er sagt, da wohnt eine Witwe in einem Dorf und da ist ein Richter, der hat sie immer abgewiesen und hat immer eigentlich sie abgeblockt und ihren Fall nicht gehört. Aber sie geht da immer wieder hin und sagt, ich verlange mein Recht und ich möchte hier gehört werden und ich möchte, dass du mir Recht verschaffst. Und irgendwann sagt der Richter dann, okay, wenn ich auch Gott und Menschen eigentlich nicht achte, so will ich doch um des Friedens willen, damit sie mich endlich in Ruhe lässt, will ich ihr diesen Wunsch erfüllen, damit sie mir nicht mehr auf die Nerven geht. Und dann sagt Jesus als Lehre für uns quasi,
guck mal, was dieser Richter sagt. Er sagt, okay, ich erfülle ihr das, weil es mir einfach auf die Nerven geht. Wie viel mehr wird Gott denn eure Anliegen hören und erfüllen, wenn das schon dieser ungerechte Richter macht? Also manche haben ein bisschen Schwierigkeit mit dieser Geschichte, weil wird hier Gott mit einem ungerechten Richter verglichen? Nee, das ist nicht so, sondern damals war so eine Art der Geschichtenerzählung und der, dieses vom weniger zum mehr, also vom niedrigeren zum höheren. Das sieht man zum Beispiel, wo Jesus uns sagt, wenn ihr schon, die ihr böse seid, euren Kindern gute Dinge gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch das, den Heiligen Geist geben, euch das geben, was ihr braucht. Also er vergleicht Gott nicht mit dem ungerechten Richter, sondern er stellt eine Hierarchie dar. Wenn schon dieser Richter das tut, wie viel mehr wird Gott auf unsere Gebete hören, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir nicht nachlassen. Das war für mich nochmal eine neue oder nochmal eine Erinnerung. Es ist ja oft so, wir beten vielleicht 10, 20 Mal für etwas und dann sagen wir uns, es ist wohl nicht Gottes Wille. Oder er weiß ja, dass ich, dass meine Not oder mein Wunsch ist. Das ist doch blöd, das immer zu wiederholen. Aber hier sagt uns Jesus ganz klar, wir sollen das machen, wie diese fordernde Witwe, die immer wieder hingeht, die dem Richter quasi auf den Geist geht und ihn richtig auch körperlich angeht. Wenn man das hebräische Wort da sieht, dann dem wird wie ein blaues Auge gehauen. Das ist so ein Sinn dieses Wortes, sie geht ihn an, sie fordert von ihm. Und so sollen wir scheinbar auch zu Gott kommen, kämpferisch. Wir sollen unsere Anliegen vor Gott bringen, immer wieder. Und was machen wir stolzen Menschen? Wir sagen, wieso soll ich denn da jetzt nochmal Gott das vorlegen? Der weiß das doch. Der soll sich jetzt bewegen. Ich sag da nichts mehr zu. Das ist vielleicht unser Stolz, genauso wie es unser Stolz oder unser Unglaube ist, wenn wir Gott vielleicht gerade mal die 10% zutrauen, dass das uns nicht schaden wird. Wenn wir 10% von unserem Einkommen weggeben, das ist aber das höchste der Gefühle. Das ist auch Unglaube im Grunde, weil wir sagen damit ja, ich muss sehen, wie ich klarkomme. Ich muss meinen Besitz zusammenhalten, weil dann, sonst könnte es mir ja schlechter gehen. Wir trauen Gott nicht zu, der sagt, jeder Tag wird für sich selber sorgen und ich werde auch morgen für dich sorgen, auch wenn du noch nicht weißt, wie das sein wird. Du kannst dir das noch nicht ausmalen. Wir Menschen, wir wollen Kontrolle haben. Wir wollen kontrollieren können, was in 5 Jahren, in 10 Jahren ist. Wir hassen Ungewissheit. Wir hassen Unsicherheit. Und Gott erwartet das irgendwo von uns. Gott hat Abraham einfach in ein fremdes Land geschickt, ohne ihm vorher genau zu sagen, ja, dann und dann wird das und das passieren. Mit Moses genau dasselbe. Jeder, der mit Gott unterwegs ist, weiß nicht, was am Ende rauskommt. Außer, dass wir am Ende einmal bei ihm sein werden. Das ist natürlich das schönste Ziel und das wichtigste Ziel. Also,
ich glaube, es stimmt, was Johannes sagt. Wenn wir unverschämt von Gott bitten, wenn wir ihn immer wieder ernst nehmen, dass er nämlich der ist, der unsere Bedürfnisse stillen möchte, dann können wir loslassen. Dann können wir uns einlassen. Dann können wir ja, ihm alles überlassen. Aber wenn wir Gott quasi außen vor lassen, wenn wir ihm nicht teilhaben lassen an unseren Nöten und wenn wir ihn nicht angehen und nicht ernst nehmen, dann können wir ihm auch nichts geben und können ihm nicht unser ganzes Leben geben. Ich fand dieses Lied so schön, was wir vorher gesungen haben. Da geht es um Sterben, da geht es darum, dass wir wie ein Weizenkorn sein sollen, was in die Erde fällt. Und erst dann können wir quasi unser ganzes Potenzial entwickeln. Aber das ist genau das, was uns so schwer fällt. Und das ist das, was beide Witwen, diese arme Witwe, die ihr letztes Schärflein gibt, als auch die Witwe, die da immer wieder hinrennt und das ganze Gericht da kirre macht, eigentlich zeigt. Sie geben sich irgendwo selber auf. Sie geben irgendwo ihre Würde auf. Das war für diese Witwe sicherlich nicht angenehm, dass sie da immer Randale macht und dass sie immer wieder dahin rennt und immer wieder sagt, ich will jetzt mein Recht. Und für die arme Witwe, die ihre letzte Sicherheit aufgibt, war es sicherlich auch nicht angenehm. Aber sind wir bereit, für Gott unsere Sicherheit, vielleicht auch unsere Würde, vielleicht unsere, ja, so viel wird in unserer Gesellschaft von Geld abhängig gemacht. Wenn wir was verdienen, wenn wir Besitz anhäufen, dann denken wir, wir werden mehr geachtet. Aber im Grunde ist das auch nicht so. Nur wir als Christen, wir sollten doch im Letzten daran denken, wie möchte Gott mich haben? Möchte er haben, dass ich abhängig von ihm bin, oder möchte er haben, dass ich auf andere Dinge meine Sicherheit setze? Und ich denke, die Antwort ist ja klar, was er möchte. Zum Schluss noch kurz, wie kann Gebet uns helfen? Inständiges, andauerndes Gebet. Zum einen leben wir dann damit, dass wir Gott im Fokus haben. Wenn wir nicht nachlassen im Gebet, wenn wir nicht aufgeben, vielleicht gibt es viele hier, die sagen, ach, ich habe 10 Jahre gebetet für meinen Ehepartner, für meinen Freund oder was auch immer. Da ist nichts passiert und ich habe es aufgegeben. Wenn wir nicht nachlassen, dann bedeutet es ja auch, dass wir Gott weiter ernst nehmen. Wenn wir nachlassen, müssen wir so ehrlich zu uns sein, dann ist Gott für uns auch nicht mehr Realität. Dann ist Gott für uns auch nicht mehr lebendig. Also wir behalten Gott im Fokus, wenn wir dranbleiben. Und das Zweite ist, wir haben auch uns selber im Fokus. In der Auseinandersetzung, im Gebet mit Gott, merken wir auch, was ist eigentlich bei uns los? Wo ist da mein Glaube? Wie ist mein Glaube? Wie ist mein Gottesbild? Was ist mir eigentlich wichtig? Was hält mich jetzt gerade eigentlich vom Gebet ab? Ist es mir wichtiger, was weiß ich, mein Videospiel weiterzuspielen, als jetzt zu Gott zu gehen und ernsthaft zu beten? Also wir nehmen auch uns mehr wahr, wenn wir in diese Auseinandersetzung mit Gott gehen, wenn wir in diese Gemeinschaft mit Gott gehen. Und der letzte Punkt ist,
uns wird bewusst, was wirklich wichtig ist. Was uns wirklich wichtig ist im Leben. Und die Gemeinschaft mit Gott, die führt uns immer wieder darauf zurück, zu sagen, was sind denn die Dinge, die wirklich zählen? Und da zählt das, was Jesus uns doch vorgelebt hat. Eine kurze Zeit nach dieser Erfahrung mit der armen Witwe gibt Jesus eigentlich das größte Opfer, das größte Geschenk an uns Menschen. Weil kurz danach wird er gefangen genommen, kurz danach wird er gefoltert und dann ans Kreuz geschlagen. Kurz nachdem diese Witwe ihr letztes Hemd gegeben hat, gibt Jesus sein ganzes Leben für uns. Und aus diesem Opfer heraus haben wir jetzt neues Leben und haben wir eine neue Hoffnung. Und das ist das Zentrum. Und wenn wir im Gebet dranbleiben, dann wird Gott uns auch immer wieder dahin führen. Nicht, dass er unsere Alltagssorgen klein machen will und sagt, das ist doch gar nicht wichtig. Aber er zeigt uns immer wieder, dein Leben ist doch ausgerichtet darauf. Dein Leben ist darauf ausgerichtet, dass du ein Kind Gottes bist, dass du weißt, dass Jesus für dich das Größte gegeben hat, was er geben konnte, damit wir in Gemeinschaft mit ihm sein können. Das ist das Zentrum. Und daraus können wir dann auch loslassen. Daraus können wir dann selber als Weizenkorn in die Erde fallen und uns Gott überlassen und unsere Sicherheiten aufgeben und gespannt sein. Was wird denn damit aus diesem Opfer, was ich jetzt gebe? Das sehen wir manchmal auch nicht. Da haben wir auch ein verkrampftes Verhältnis. Wir dürfen auch erwarten, wenn wir etwas opfern für Gott, dürfen wir auch erwarten, das kommt hundertfältig zurück. Daraus wird Segen entstehen. Ist das auch wieder eine Art Bestechung? Ich weiß es nicht. Es ist einfach ein göttliches Gesetz. Gebt und es wird euch gegeben werden. Nicht nimmt und es wird irgendwie, ihr werdet irgendwie durchkommen. Und das, wenn wir mit Gott im Gebet sind, mit Gott in Gemeinschaft sind, anhaltend, unverschämt bitten und ihn natürlich auch loben und ihn im Gebet erkennen, dann sind wir wirklich fähig, frei zu sein, frei von unserem eigenen Sicherheitsdenken und von unseren eigenen Scheuklappen, unseren eigenen Gedankenmustern, die uns schon seit Jahren eigentlich festnageln auf eine bestimmte Weltsicht, auf eine bestimmte Art Menschen zu sehen. Davon kann und möchte Gott uns frei machen in der Gemeinschaft mit ihm. Also lass uns unverschämt zu ihm hingehen, sagen, Papa, ich habe da echt schon seit Jahren diese Not und ich weiß, du kannst und du möchtest das verändern und du möchtest das Beste für mich und darauf vertraue ich. Ich weiß nicht, wann es geschieht, aber ich weiß, du hast das Beste für mich. Und das wünsche ich uns, dass wir wie das Kind, vielleicht kennt ihr die Geschichte, damit will ich dann abschließen. Ein römischer Kaiser hat eine Parade und fährt an der Tribüne vorbei, wo auch seine Familie sitzt, ist total umstellt von seinen Sicherheitskräften und dann reißt sich ein kleiner Junge von seiner Mutter los und rennt auf diesen riesigen Streitwagen zu und drängt sich durch die Soldaten und die halten ihn auf und sagen, hey, du kannst hier nicht her, das ist der Kaiser. Und dann lacht das Kind und sagt, für euch ist es vielleicht der Kaiser, aber für mich ist es mein Papa. Und so können wir zu Gott
kommen. Und das wünsche ich uns auch jetzt im Abendmahl und mit all unseren Bedürfnissen und all unseren Dingen, die wir so haben, dass wir so zu Gott kommen können, als Kinder zum Vater. Amen. Ganz herzlichen Dank, Carsten. Wir feiern miteinander das Abendmahl. Wir führen uns Jesus zu. Wir inhalieren sozusagen Jesus. Er wird spürbar für uns in seinem Leib, in seinem Blut. Er kommt uns ganz nah. Wir können uns hemmungslos mit all unserer Bedürftigkeit an ihn wenden. Unsere Bedürftigkeit wandert oft in andere Richtungen. Wir richten unsere Erwartung manchmal auf Menschen, manchmal auf Materielles, und wir wollen jetzt eine Zeit der Besinnung haben, eine Zeit der Umkehr, wo wir das Gott ausbreiten, was in uns in Unordnung ist, wo wir Sättigung, Sicherheit anderswo suchen. Wir werden einen Moment still. Wir danken dir, Jesus, dass wir mit unserem Hunger, mit unserem Durst, mit unserem Lebenshunger, mit unserem Lebensdurst, dass wir hemmungslos uns an dich wenden dürfen. Herr, und wir brauchen dich, wir brauchen dich. Wir danken dir, Jesus, du bist gar nicht in erster Linie an unserer Stärke interessiert, an unseren Gaben, an unserem Besitz, sondern vielmehr an unserer Schwäche, an unserer Zerbrochenheit, an unserer Bedürftigkeit. Wir brauchen dich, Jesus, von A bis Z. Wir brauchen dich, wir brauchen dein Leben. Unser Leben ist so begrenzt, unsere Kräfte sind so begrenzt. Unsere Liebe ist so begrenzt, unsere Geduld ist so begrenzt. Wir brauchen dich, Jesus. Und wir kehren um von unserer Überheblichkeit, von einem übersteigerten Selbstbild, das uns selbst für gut halten. Wir brauchen dich dringend, Jesus. Wir danken dir, wenn wir dir unsere Sünde bekennen, bist du treu und gerecht, dass du uns unsere Schuld vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Und so spreche ich euch zu, im Namen Jesu, deine Sünde ist dir vergeben. Nichts kann dich von der Liebe des Vaters im Himmel trennen. Wir beten miteinander, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat. Ich bitte euch, dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt Platz. Unser Herr Jesus Christus nahm in der Nacht, in der er verraten wurde, Brot, dankte es, brach es und gab es seinen Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.
und das tut im Andenken an mein Leiden und Sterben für euch. In gleicher Weise nahm Jesus den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und das tut, so oft ihr daraus trinkt, im Andenken an mein Leiden und Sterben für euch. Ich bitte meine Musiker nach vorne zu kommen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir uns an Jesus hingeben, in Liedern unsere Liebe ihm ausdrücken, auch unsere Bedürftigkeit ihm ausdrücken. Und ihr seid herzlich eingeladen, daheim und auch hier das Abendmahl zu nehmen. Ihr habt in euren Reihen jeweils für jeden Einzelnen ein Glas mit Traubensaft und ein kleineres Glas mit einem Stück Brot. Also es ist jetzt so gedacht, dass ihr einfach in dieser Zeit zu den Tabletts gebt, also dass ihr nicht die Tabletts hier herumreicht, sondern dass ihr so einzeln hingeht, für euch das Abendmahl nehmt. Ich denke, wir bekommen das hin. Es müssten 10 Stationen sein, dass wir ausreichend Abstand halten. Es besteht auch die Möglichkeit, Segensgebet in Anspruch zu nehmen. Wie gesagt, ihr zu Hause seid herzlich ermutigt, einander zu segnen. Und wer hier Segensgebet in Anspruch nehmen möchte, der kann das in einer unserer Nebenräume, die vom Flur ausgehen, tun. Ihr könnt da reingehen, wenn die Tür angelehnt ist oder geöffnet ist, könnt ihr reingehen. Dort wird ein Beter für euch zur Verfügung stellen. Und wir bitten euch natürlich, Mundschutz zu tragen, wenn ihr im Gebäude unterwegs seid. Wenn die Tür geschlossen ist, dann wird da gerade schon gebetet. Genau, Eltern-Kind-Raum ist diesmal anderweitig besetzt, also die zweite und dritte Tür rechts, wenn ihr rausgeht, und die zweite Tür links bei der Glasbausteinwand. Da warten Beter auf euch. Und nun schmeckt und seht, wie freundlich unser Herr ist, wohl dem, der sich auf ihn verlässt. Heiliger Geist, bitte sei mir nah, stille meinen Durst nach deiner Gegenwart. Meine Seele ruft zu dir, meine Seele ruft zu dir. Komm und beleb mich, mach du mich heil, ströme über mich so wie ein Wasserfall. Meine Seele schreit nach dir, meine Seele schreit nach dir. Heiliger Geist, begegne mir neu, ich brauch deine Kraft, ich will mehr von dir. Heiliger Geist, komm, füll dieses Haus, weh wie ein Sturm, der vom Himmel kommt. Sei du mein Licht und erforsche mich, zeige du mir alles, was mich trennt von dir. Ich will hören, was du sagst. Ich will hören, was du sagst. Führ mich zum Herzen des Vaters hin. Lass mich dort den Atem meines Schöpfers spüren. Leben finde ich bei dir. Leben finde ich bei dir.
Geist, begegne mir neu. Ich brauch deine Kraft, ich will mehr von dir. Heiliger Geist, komm, füll dieses Haus. Will wie ein Sturm, der vom Himmel kommt. Heiliger Geist, begegne mir neu. Ich brauch deine Kraft, ich will mehr von dir. Heiliger Geist, komm, füll dieses Haus. Will wie ein Sturm, der vom Himmel kommt. Du bist hier mit deiner Kraft. Ich weiß, du kannst jedes Wunder tun. Füll den Raum mit deiner Kraft. Ich weiß, du kannst jedes Wunder tun. Du bist hier mit deiner Kraft. Ich weiß, du kannst jedes Wunder. Ich will mehr von dir. Heiliger Geist, komm, füll dieses Haus. Weh wie ein Sturm, der vom Himmel kommt. Heiliger Geist, begegne mir neu. Ich brauch deine Kraft, ich will mehr von dir. As an anchor for my soul, through every storm, I will hold to you. With endless love, all my fear is swept away. Of the cross, you gave everything to save the world you love, and this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. And this to come.
There's hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Würdig und herrlich ist das Lamm. Jesus, dir allein sei Ehre. Du, der du sitzt auf deinem Thron. Dir sei Ruhm in Ewigkeit. Würdig und herrlich. Würdig und herrlich. Du, der du
Dich preisen, wer tief genug sich beugen vor dir, wessen Hand ist vor dir rein. Himmlische Majestät, alles was groß ist und zählt wird vor dir, bedeutungslos und klein. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Ist das Lamm auf dem Thron, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm auf dem Thron,
würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm auf dem Thron, würdig ist das Lamm. Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Ja, Jesus, wir danken dir, dass das das Geheimnis von diesem tiefen Frieden ist. Sich zu beugen vor dir. Dank dir, Herr, wer von dir fordert, wie die bittende Witwe, der kann geben und ist freigebig und kann sich selbst hingeben, so wie du dich hingegeben hast. Ich danke dir, wer die Knie vor dir beugt, wer deine Herrschaft anerkennt, der kann im Leben stehen. Ich möchte euch unter den Segen Gottes stellen. Wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Der Friede Gottes bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Nicht immer scheint mein Glaube Stein weißel, mal dreht er wie ein Fähnlein im Wind. Hin und her geworfen. Jesus.
jetzt eine Möglichkeit sieht, eine Möglichkeit sucht, das Gehörte in die Tat umzusetzen, dort ist der Kollektenkorb und ich werde nicht zuschauen. Und online auf, genau, in dem Abspann findet ihr unsere Bankverbindung, wenn ihr uns was spenden wollt. Herzliche Einladung dazu, vielen Dank dafür. Herzliche Einladung an die Präsenzgemeinde, hier noch ein bisschen zu bleiben. Wir haben heute Kaffeebetrieb. Also